Und damit, meine Lieben, sage ich recht herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Und zwar sind wir in Sequenz 14 in Erinnerung 2. Und ich mache gerade ein zweites Video für das Ende, da es sonst zu lange gedauert hätte. Ziel lokalisiert. Und somit habe ich das halt auf zwei Folgen gemacht. Ist halt besser, das andere Video ging ja schon fast Was ist das für ein Ort? 35 Minuten. Was zur Hölle ist das? Öffne dich, verdammt! Geh auf! Es ist vorbei, Rodrigo. Keine Tricks mehr. Keine antiken Artefakte mehr. Keine Waffen mehr. Mal sehen, woraus ihr gemacht seid, alter Mann. Na gut. Wenn du es so spielen willst. Was erwartet ihr eigentlich von der Gruft, Rodrigo? Weißt du nicht, was da drin ist? Oder willst du sagen, die großen, mächtigen Assassinen konnten es nicht herausfinden? Was nicht herausfinden? Es ist Gott. Gott lebt an diesem Ort. Ihr wollt, dass ich glaube, dass Gott unter dem Vatikan lebt? Das wäre logischer als ein Königreich auf einer Wolke, nicht wahr? Umgeben von singenden Engeln und Posaunenchören. Ein liebliches Bild. Doch die Wahrheit ist viel interessanter. Mal angenommen, ich würde euch glauben. Was glaubt ihr, tut er, wenn ihr die Tür öffnet? Das ist egal. Ich suche nicht nach Bestätigung, nur Macht. Und ihr denkt, er wird diese aufgeben? Was immer hinter dieser Wand ist, es wird sich Stab und Apfel nicht widersetzen können. Sie wurden erschaffen, um Götter zu fällen. Gott soll allwissend sein und allmächtig. Ihr glaubt, ein paar alte Reliquien können ihm was anhaben? Du weißt nichts, Junge. Dein Bild der Schöpfer stammt aus einem alten Buch. Einem Buch, geschrieben von Menschen. Ihr seid der Papst. Und doch lehnt ihr den zentralen Text eurer Religion ab. Bist du so naiv? Ich wurde Papst, weil mir das Amt Zugang verschafft. Es gibt mir Macht. Glaubst du, ich glaube auch nur ein einziges Wort aus diesem lächerlichen Buch? Alles Lügen und Aberglaube. Genau wie jedes andere religiöse Traktat aus den letzten 10.000 Jahren. Jawohl. Oh nein! Oh nein! Es ist meine Bestimmung! Meine! Ich bin der Prophet! Das wart ihr nie. Dann bring es schon zu Ende. Nein. Euch zu töten wird meine Familie nicht zurückbringen. Ich bin fertig. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Requiescat in pace. Trophäe erhalten, die Gruft.
gegrüßt, Prophet. Es ist gut, dass du kommst. Zeig es uns. Wir sind dankbar. Wir müssen reden. Wer seid ihr? Ich bin Phile. Als ich starb, war ich Minerva. Davor war ich Merva und Mera. Und noch viele davor. Auch die anderen. Juno, die vorher Uni hieß. Jupiter, der vorher Tinia genannt wurde. Ihr seid Götter. Nein, keine Götter. Wir waren einfach vorher da. Auch als wir noch auf Erden wandelten, haben die Menschen uns nicht verstanden. Wir waren Fortgeschrittener. Euer Verstand war nicht bereit. Auch jetzt. Vielleicht nie. Wer weiß? Ihr mögt uns vielleicht nicht verstehen, aber ihr werdet unsere Warnung verstehen. Ihr müsst. Nichts von dem, was ihr sagt, ergibt Sinn. Unsere Worte sind nicht für dich bestimmt. Wovon redet ihr denn? Hier ist doch sonst niemand. Genug. Ich wünsche nicht, mit dir zu sprechen, sondern durch dich. Du bist der Prophet. Dein Teil ist erledigt. Du repräsentierst ihn, aber sei bitte still. Wir müssen reden. Hör zu. Als wir noch fleischlich waren und unsere Heimat intakt, verrieten uns die Menschen. Uns, eure Schöpfer. Uns, die euch Leben gaben. Wir waren stark, aber ihr wart viele. Und beide wollten wir Krieg. So sehr vereinnahmte uns das Irdische, dass wir den Himmel nicht beachteten. Und als wir es taten, brannte die Welt, bis nichts außer Asche verblieb. Dann und dort hätte es enden sollen. Aber wir erschufen euch nach unserem Bilde. Wir schufen euch, um zu leben. Und das taten wir. Wir waren wenige. Von euch und von uns. Es forderte Opfer, Stärke und Hingabe. Doch wir erneuerten. Und als Leben in die Welt zurückkehrte, schwuren wir, dass die Tragödie sich nicht wiederholen würde. Aber nun sterben wir. Und die Zeit arbeitet gegen uns. Aus Wahrheit wurde Mythos und Legende. Was wir erschufen, missverstanden. Lass meine Worte die Botschaft konservieren und unseren Verlust aufzeichnen. Aber lass meine Worte auch Hoffnung bringen. Suche nach den anderen Tempeln, erbaut von denen, die sich vom Krieg abwenden konnten. Ihr Werk beschützte uns, rettete uns vor dem Feuer. Wenn du sie findest, wenn du ihre Arbeit rettest, dann vielleicht auch diese Welt. Doch schnell, die Zeit wird knapp. Wappne dich gegen das Kreuz. So viele werden sich dir in den Weg stellen. Mhm. Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt nun. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir, Desmond. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Was zur Hölle? Tja. Das ist das Ende. Das war's. Das Ende von dem Spiel, aber noch nicht das Ende allgemein. Also es gibt halt noch Brotherhood und Revelations.
Und in beiden spielt Ezio wieder eine wichtige Rolle. Meine ganze Ausrüstung. Bereit zu gehen, bevor sie... Desmond! Ja, ja. Gut, Sean. Du und Rebecca müsst hier drin alles zusammenpacken und in den Truck laden. Du und ich kümmern uns um die Templer. Sie sind hier? War nur eine Frage der Zeit, bis sie uns finden. Ganz ehrlich, es wundert mich, dass sie so lange brauchten. Gehen wir. Entschuldigung. Also, wie ist der Plan? Wir hauen ja ab und dann? Es gibt noch einen Unterschlupf, der... Wir kriegen Besuch. Der Truck ist gleich vor uns. Mr. Marz, welch unerwartete, aber freudige Überraschung. Und ich dachte, ich müsste noch mehr Männer an Sie vergolden. Schön, dass Sie mir den Ärger sparen. Was wollen Sie, Widdig? Dass Sie nach Hause kommen. Wir vermissen Sie. Wir haben noch so viel Arbeit gemeinsam. Das wird nicht passieren. Dass Sie mich aber auch immer wieder enttäuschen müssen, Miss Stirner. Ich habe Ihr Leben gerettet. Erinnern Sie sich? Und so danken Sie es mir. Sie retteten mich, damit Sie weiter Experimente mit Menschen machen. Ihre Leben zerstören konnten. Und wofür? Oh, das Argument hier. Soweit ich weiß, waren Sie dabei. Neben mir. Die ganze Zeit über. Das Blut klebt an Ihren Händen, genauso wie an meinen. Du musst ihn stoppen. Bin dabei. Aua, aua. Die haben Schlagstöcker. Das ist total uncool. Hallo? Wieso funktioniert die Kampfmechanik gerade nicht so wie sonst auch? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie wieder da sind, wo sie hingehören. Hallo? Ey! Du bist ein bisschen uncool, ne? Weißt du? Vorsicht! Ich brauche die beiden Leben! Nur noch Sie und mich. Genießen Sie den Sieg, Mr. Miles. Solange Sie können. Desmond, wir müssen los. Da bist du ja. Komm schon. Hilf Lucy ins Auto. Tempo, Desmond. Wir müssen los. Du bekommst deine Chance, Desmond. Warren kriegt schon noch, was er verdient. Versprochen. Also was nun? Wohin gehen wir? Im Norden gibt's eine Hütte. Dort sollten wir sicher sein. Wenigstens für kurze Zeit. Ich muss nur die Bänder deiner Sitzungen analysieren. Herausfinden, was los ist. Und dann? Dann mal los. Ich habe dich angeschlossen. Wird eine lange Fahrt für uns. Ich dachte, du spielst vielleicht gern mit dem Animus so lange. Ja gut, aber erst habe ich Fragen. Ich meine, was war das in der Gruft? Was du gesehen hast, bestätigt meine Befürchtung. Die Templer sind nicht die größte Gefahr. Bei weitem nicht. Also dann, die Sonne. Was wird sie tun? Die Erde grillen? Ich weiß nicht, aber vielleicht... Es gab Spekulationen über eine Abschwächung des Magnetfelds der Erde. Eine starke Eruption könnte die Pole vertauschen und eine geomagnetische Umkehr verursachen. Wenn das passiert, rein theoretisch,
könnte der Planet geologisch instabil werden. Sehr instabil. Das fällt eigentlich unter Pseudowissenschaft, aber irgendeine Katastrophe hat die Menschen der ersten Zivilisation erledigt. Und diese Frau, wie hieß sie noch? Minerva, nicht? Sie schien zu denken, dass wir auch eine erleben werden. Egal, wir sind am Arsch. Ich weiß nicht. Wir schauen uns weiter die Bänder an und du kannst deine Erinnerungen durchforsten. Vielleicht gibt es mehr zu entdecken. Okay, am besten fange ich an. Oh, ist das so schön, dieser End-Soundtrack. I love it. Ja. Jetzt ohne Unschweife nochmal. Damit ist das Spiel beendet. Assassin's Creed 2. Also einer von drei Ancient-Teilen. Als nächstes kommt Brotherhood. Aber wenn ihr diese Folge seht, sage ich euch jetzt schon mal, wird es jetzt erstmal ein anderes Spiel geben. Das ist das. Das verrate ich aber noch nicht. Da seid gespannt. Es wird Assassin's Creed ersetzen und wird jetzt an den Platz rücken, vorübergehend. Jeden Mittwoch und Freitag um 12 Uhr. Und ich sehe gerade zu, dass ich euch danach wieder Assassin's Creed liefern kann. Ob wir Brotherhood dann machen oder ob wir dann einen anderen Teil anfangen, das weiß ich noch nicht. Das werdet ihr dann sehen, da bin ich immer so spontan. Und ja, wie gesagt, dann bedanke ich mich recht herzlich für alle, die bis hierher geschaut haben, die eingeschaltet haben und die über Assassin's Creed jetzt mich entdeckt haben. Schaut gerne mal allgemein auf meinen Kanal vorbei. Da findet ihr nicht nur diesen Teil Assassin's Creed, sondern noch ein paar andere. Und es werden halt noch alle anderen kommen, die draußen sind, die noch fehlen. Und ja, wie gesagt, in der Kanalbeschreibung könnt ihr auch weiter unten gerne unserem Discord-Kanal beitreten. Da könnt ihr dann auch auf dem neuesten Stand bleiben, was so für Projekte auf meinem Kanal gibt. Oder ihr könnt auch Fragen stellen, ihr könnt halt gerne reinjoinen, könnt auch einfach so mal reinschnuppern und gucken. Der ist auch gerade aktuell noch zum Teil im Aufbau, also es sind noch nicht viele Leute drin. Und wir freuen uns über jeden Einzelnen, der beitritt. Und ja, ich rede schon wieder zu viel. Ja, da vielen lieben Dank alle, dass ihr eingeschaltet habt. Es war mir wieder eine Freude. Trophäe erhalten. Ein alter Freund kehrt zurück. Cool. Die hat mir noch gefehlt. Und die Trophäe davor hat mir auch noch gefehlt. Zwei Stück, die mir noch gefehlt haben. Weil ich es noch nicht zum Ende gespielt habe. Genau. Wie gesagt, danke, dass ihr eingeschaltet habt und ich sage, bis zum nächsten Projekt. Bleibt dran, bleibt gespannt, lasst euch überraschen. Bis dahin sage ich ciao, ciao und bis dann.